Future Weekly, dem Startup-Podcast. Heute wieder mit mir, Markus, und der großartigen Hanna. Jawohl, hallo Hanna. Und wir haben natürlich auch, weil Sonntag ist, einen Gast bei uns. Und das ist der Henry Murray von Waterdrop. Hallo Henry. Hallo, grüß euch, freut mich. Wir freuen uns sehr, dich heute dabei zu haben. Und bei uns geht es eigentlich traditionell mit einer Frage los. Und zwar, wie würdest du das, was du gerade machst, deinem 5-jährigen Ich erzählen? Also, lieber Liam, so heißt der Kleine, Papa die Menschen dabei zu unterstützen, mehr Wasser zu trinken und weniger abgefüllte Getränke in Plastikflaschen mit Zucker versetzt. Und macht das Ganze dadurch einen Ticken gesünder und auch nachhaltiger für die Welt, damit du auch noch einen Spaß haben kannst danach. Bitte. Und wie macht er das? Wir haben das begonnen mit einem ganz simplen Produkt. Das ist ein kleiner Würfel, den man ins Wasser gibt, der dem Wasser eigentlich einen Geschmack und Funktionalität gibt, ohne irgendwelche Schnickschnack-Zusatzstoffe. Und die ganze Idee basiert darauf, dass das Wasser meist bei den Konsumenten schon ist und nicht durch die Gegend transportiert werden muss. Aber die Leute trinken ja leider nicht nur Wasser, sondern wollen halt auch etwas, was schmeckt oder auch was tut für einen. Das wird man so schnell nicht los und das ist auch okay so. Deswegen transportieren wir nur die Essenz. Wir nennen das einen Mikrodrink und das gibt man ganz einfach in ein Glas oder in eine Flasche Wasser, am besten eine nachhaltige aus Glas oder Stahl, und kann dann ein fertiges, leckeres Getränk genießen, ohne jetzt dabei viel CO2 verursacht zu haben oder Produktionsmaterialien wie Plastik. Mhm. Warst du schon immer ein Wasserfanatiker oder hat sich das erst entwickelt? Ich würde sagen, ein Wasserfanat per se war ich nicht, weil mir das, ich sag mal, das Problem lange Zeit, und so ist man auch aufgewachsen und nie eigentlich wirklich bewusst war. Jeder kennt das auch noch als Kind, du sitzt irgendwo am Esstisch und es gibt überall kommen Getränke und es kommt Cola und es kommt Eis und es kommt all diese Dinge und Dinge wie CO2 war alles nicht visible, wenn man so will. Und nach hat sich das gedreht eigentlich über die Jahre. Und Wassertrinker natürlich, weil ich früher auch sehr viel Sport gemacht habe, ist für mich nach wie vor einer der besten oder wenn nicht das beste Getränk oder das purste Getränk. Aber das Ganze ist nicht entstanden aus einer reinen Leidenschaft zum Wasser, sondern vielmehr aus einer Idee, die Konvention der Industrie neu zu denken. Vielleicht, wenn du schon bei der Idee bist, ich habe gerade dein LinkedIn offen und da sieht man, du hast davor als Berater gearbeitet, warst bei BCG als Consultant. Wie ist denn die Idee damals entstanden? War das mit mehreren BCG-Kollegen durch eure Erfahrung, die ihr dort gemacht habt? Vielleicht kannst du uns mal von den Anfängen ein bisschen erzählen. Sehr, sehr gerne. Die ganze Idee von Waterdrop geht tatsächlich auch von einem BCG-Kollegen aus, nämlich um genau zu sein, mein Bruder, den Martin, der zu der Zeit, es war 2015, da gibt es das klassische Jahr, das man nimmt, um zu studieren und hat ein MBA in Insert gemacht und während dieser Zeit sich auch immer sehr viel Gedanken auch gemacht und in einem Flugzeug einmal tatsächlich mit unserer Mutter auch gemeinsam kam die Idee nach der klassischen Bestellfrage, was bestellt man eigentlich dort? Kriegst du halt immer diese Dosen oder halt nur Wasser? Sie haben nur Wasser bestellt und dann sind sie drauf gekommen, warum gibt es jetzt nicht eigentlich etwas, was sie da reingeben können, um aus dem Ganzen wiederum ein spannendes Getränk zu machen und man müsste halt eben nicht irgendwo eine Dose durch die Welt schippern. Und die Idee hat eigentlich damals gepackt. Wir haben auch darüber gesprochen, es war ganz, ganz früh, also es war wirklich 2015. Und er hat dann mal, sag ich mal, sein Hirngespinst weitergemacht, währenddessen studiert. Aber es hat nicht losgelassen, es ist immer ernster und immer ernster geworden. Und wir hatten auch schon immer gesagt, irgendwann werden wir gemeinsam mal ein Unternehmen machen, was Unternehmerisches. Ich war zu der Zeit noch gar nicht lange in der Beratung. Und deswegen habe ich da auch einfach weitergearbeitet. Und das ist immer ernster geworden bis zum Punkt, wo man sagt, hey, schau, das kann man jetzt machen. Das wäre eine Möglichkeit. Es gibt Produzenten, es gibt einen technischen Weg, etc., etc. Und entweder man macht es jetzt oder nicht. Und das war auch mein Startschuss, wo ich dann sagte, das war dann schon 2016, ich springe da jetzt rein,
als Mitgründer und arbeite mit, bringe das Produkt und die Vision auch mit zum Leben und so ist es entstanden. Also aus einer sehr simplen, ich sag mal, Alltagssituation heraus, aber Ideen, glaube ich, hat man viele und die Idee ist auch nicht per se revolutionär im ersten Schritt, weil es auch viele Dinge gibt, die so etwas Ähnliches eigentlich bewirken können. Aber wie man es dann zum Leben bringt und das dann tatsächlich zu implementieren und zu machen, das ist eigentlich die gesamte Arbeit, muss man auch dann sagen. Das heißt, du hast eigentlich dieses Startup gemeinsam mit deinem Bruder gegründet. Wie war das? Wie ist eure Beziehung? Und wenn ihr schon sagt, dass ihr eigentlich immer schon daran gedacht habt, zu gründen, hattet ihr da auch Zweifel, ob man quasi als Brüder gemeinsam gründen soll? Also vielleicht noch ganz kurz dazwischen, bevor ich eingestiegen bin, hat der Martin einen Sensationscoup gelandet, hat nämlich aus einem Kollegen, über einen Bekannten, der eigentlich ein bisschen unterstützt hat im Design, den Christoph kennengelernt. Und der Christoph war auch so begeistert von dem ganzen Konzept und der Idee und vor allem auch von Martin, dass er ihn damals als Mitgründer auch dazu gewonnen hat. Und wir sind somit zu dritt, die dann offiziell die Firma gegründet haben. Und der ist ganz, ganz wichtig, weil der hat de facto das Produktdesign und alles gemacht. Und ohne den würde es das so alles nicht geben. Aber das stimmt, Martin und ich haben immer schon als Kind, Jugendlicher, als mein großer Bruder, rumgescherzt, irgendwann werden wir hoffentlich was gemeinsam, was Unternehmerisches machen, weil wir auch in der Familie einen Großvater hatten, der unternehmerisch in Schottland erfolgreich war. Das war so ein bisschen das Role Model, sage ich mal so. Und als es dann konkret geworden ist, im Sinne von, macht man das jetzt oder nicht? Und ich war in der Beratung und das war ein super Job und eine tolle Firma. Und da kann man auch, hätte man noch lange weitermachen können und vieles erreichen können. Was dann konkret und sagst du, machst du jetzt was mit deinem Bruder oder nicht? Und das ist dann nicht ganz so einfach. Und das hat länger gedauert. Ich habe das sehr genau eigentlich abgewogen und habe dann für mich entschieden, ich komme dazu, ich mach's, aber ich werde nie was machen, was unsere Mutter nicht stolz machen wird oder sie verärgern wird. Und darum bin ich immer mit der Prämisse reingegangen, du weißt, dass etwas mit einem Freund, mit einem Bruder, es kann immer schief gehen, es kann immer ein Streit sein. Es wäre nicht das erste Unternehmen, wo Familien zum Streiten beginnen. Es wäre illusorisch zu glauben, dass das nicht passiert. Ich bin einfach nur mit dem Grundsatz reingegangen und gesagt, wenn das passiert, dann mache ich halt was anderes. Dann gehe ich halt wieder. Und so ist es bis heute. Aber es hat eben riesen Vorteile, das als Bruder zu machen, weil man denkt ganz anders, man denkt viel langfristiger und man hat dann noch ein viel closeres Verständnis auch. Man muss oft gar nicht sprechen, um zu wissen, was eigentlich im anderen schon vorgeht. Das ist ein Riesenasset, würde ich sagen. Vor allem in so einer schnell drehenden Welt und wenn man sich auch viel aufteilen muss in Dingen, ist das sehr, sehr hilfreich und bin super dankbar und bin auch froh, dass ich es so gemacht habe. Sehr spannend. Und ich meine, ihr habt es jetzt mittlerweile vor 6 Jahren gegründet, oder? Knapp 6, also genau vor 6 Jahren die Firma ins Leben gerufen. Eigentlich 2015 war ich die Ideenphase, sage ich mal, durch den Martin. Und 2016 Gründung und an den Markt gegangen sind wir tatsächlich am 13. Jänner 2017. Deswegen haben wir auch jetzt gerade ein 5-Jahres-Jubiläum auch mit unseren Kunden gefeiert. Sehr cool. Und ich meine, Wasser und Getränke ist ja der älteste Markt oder das älteste Produkt, das es gibt. Und es gibt ja auch einen riesen Markt schon draußen, ganz, ganz viele unterschiedliche Produkte. Und du hast selbst vorhin gesagt, die Idee war jetzt nicht das Revolutionäre, es war dann die Umsetzung und wie ihr es auf den Markt gebracht habt. Was waren denn da die ersten Schritte? Wie habt ihr eure ersten Kunden gewonnen? Wir haben ein Rechercheteam für den Podcast. Die haben auch herausgefunden, dass am Anfang das Produkt bei manchen nicht ganz so gut angekommen ist. Wie war das für euch? Wie habt ihr es dann geschafft, hier zu so einem Marktführer aufzusteigen? Also zum Wasser als ältestes Produkt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil meiner Meinung nach war Wasser früher immer gratis und sollte auch eigentlich im Idealfall immer gratis sein. Und irgendwann ist es tatsächlich kommerzialisiert worden, wenn man so möchte, und gefangen genommen worden, Plastikflaschen durch die Welt geschickt,
von Hawaii bis Wien. Aber wenn man sich es genau anschaut, war die Produktentwicklung eigentlich tatsächlich die kritischste Phase und man hatte auch nicht viel Budget und du hast eine Idee. Und du hast eine Idee, wie das schmecken soll, du hast eine Idee, wie das verpackt werden soll. Und dann beginnst du mit einer Vision und dann gehst du in die Produktentwicklung und dann merkst du, es ist alles gar nicht so einfach und dann musst du einen Kompromiss nach dem anderen machen, eine Lösung nach der anderen machen, um ein Produkt eigentlich zu finden, was de facto launchbar ist. Und wir haben tatsächlich immer drüber gelacht, über dieses Zitat von, ich glaube, es ist Reid Hoffman, der gesagt hat, wenn dir dein erstes Produkt, das du gelauncht hast, nicht peinlich ist, dann hast du wahrscheinlich zu spät gelauncht. Und so war es auch bei uns. Wir haben ein Produkt entwickelt, was, ich sag mal, okay war vom Konzept und die Grundidee stand, aber es war überhaupt nichts optimiert, also auch im Geschmack und in der Usability und all diese Dinge. Und es hat eigentlich, wenn man jetzt noch irgendwo sowas in die Hand bekommt, es hat wirklich nicht gut geschmeckt und es war nicht gut. Aber wir waren trotzdem so stolz und wir sind mit so viel Passion dahinter gestanden und haben das de facto begonnen auch überall hinauszutragen und es hat funktioniert und wir haben dann einfach Schritt für Schritt über die Monate, über die Jahre dann immer ganz klein iteriert, immer weiter, bis man halt auch zu einem Punkt kommt, wo das wirklich tauglich ist für einen größeren Markt. Und wir haben begonnen mit der Form, wir dachten ursprünglich, dass wir ganz stark gehen auf einen B2C-Kanal und einen B2B-Kanal. Und wir hatten die Vision zum Beispiel auch, dass wir sagen, es gibt eigentlich keinen Konferenzraum. Vielleicht war das geprägt von der Beratervergangenheit, wo so viel an Konferenzräume gedacht hat. Keinen Konferenzraum mehr, in dem diese kleinen Glasflaschen mit irgendeinem Zuckerwasser rumstehen, sondern nur mehr Wassergaraffen und Waterdrop. Und jetzt sind wir ganz stark rausgegangen, B2B, mit Firmen gesprochen, mit den ersten 20 Firmen, haben das denen zur Verfügung gestellt, haben da Feedback eingeholt, etc. So wie man es halt macht, so richtig kleiner Test. Das Feedback war eigentlich nicht gut, muss man auch ehrlich sagen. Und gleichzeitig haben wir mit unserem Webshop begonnen, haben einen Shopware-Shop damals gebaut, und haben begonnen, de facto, ja, haben geglaubt, jetzt kommen da die Sales rein. Und dann haben wir gemerkt, so einfach ist das doch nicht. Und dann haben wir mit Facebook-Werbung begonnen und dann sind die ersten Sales reingekommen und haben dann eigentlich im B2C-Kanal relativ schnell einige paar Orders bekommen, auch super Feedback bekommen und haben dann gesagt, eigentlich ist das ein Produkt, das kennen so wenig Leute, die trauen sich die Leute auch online nicht kaufen, das sieht alles gut aus, das war schon damals schön designt etc. von Christoph. Wir müssen einen Shop machen. Lass uns einen Shop auf der Marienhofstraße machen, das ist die meistfrequentierte Einkaufsstraße in Wien. Und dann haben wir da ein Pop-up gemacht und es war tatsächlich so ein bisschen ein Wendepunkt. Das war dann im April 2017, also eigentlich nur 3 Monate nachdem wir gestartet haben, wo wir dann wirklich, wie ich sagen, skaliert, aber kontinuierlich mit Kunden gesprochen haben, kontinuierlich Produkte verkauft haben, viel probiert haben bei den Tastings etc. Und es war ganz, ganz wichtig, eigentlich ganz nah an den Leuten, eigentlich das Produkt de facto zu iterieren, mit den Leuten zu sprechen und auch zu verkaufen. Dann haben die Leute auch darüber begonnen zu sprechen, vielleicht auch, wie euer Rechercheteam herausgefunden hat, nicht immer im Besten, aber uns hat es massiv geholfen und dann zur gleichen Zeit haben wir halt im Online-Shop auch immer mehr und mehr gemacht. Langsam aber sicher dann auch Richtung Deutschland geschaut und den Markt auch vergrößert und sind dann kontinuierlich gewachsen. Es hat dann eigentlich keinen Monat gegeben, der irgendwie weniger war als der davor und so haben wir weitergemacht. Bevor wir jetzt zu Wachstum und Community kommen, ich fand einen Punkt sehr spannend, den du jetzt gesagt hast, dieses Iterative, weil bei einem Softwareprodukt, ja, ist eh klar, da schreibt man halt eine neue Version und so weiter. Aber bei einem Lebensmittelprodukt ist es ja durchaus, stelle ich mir das komplizierter vor. Wie funktioniert das wirklich mit Geschmacksstoffen, mit Inhaltsstoffen? Wie war da der Prozess, weil du gesagt hast, okay, das schmeckt jetzt gut, dann geben wir mehr davon oder so. Wie darf man sich in dieser Praxis das wirklich vorstellen? Ist eine exzellente Frage, weil es ist viel weniger romantisch, als man sich das vielleicht denkt. Aber vielleicht zu unserem Mindset, und das ist eigentlich ganz wichtig. Also ich kann euch eine Anekdote sagen, wir haben nach einiger Zeit wollten wir eben wieder den Geschmack ändern, weil wir der Meinung waren, wir müssen was updaten. Und wir waren zu der Zeit schon distribuiert und auch in kleinen Stellen im Handel etc. Und ein Investor hat zu uns gesagt, der aus der Lebensmittelindustrie kam, Getränk,
ich könnte nicht die Kronjuwelen verändern, das geht nicht. Und auch nicht die Packung, das ist jetzt schon, das ist jetzt euer Ding und das muss so bleiben. Ihr müsst jetzt, das ist ja, was, da gibt es riesige Studien, man kann das nicht angreifen. Aber wir haben ein ganz anderes Mindset gehabt. Wir sind nämlich an das Produkt und an F&B-Produkt eigentlich angegangen wie eine Tech-Firma oder wie eine Software-Firma, wenn es die ganze Zeit um Updates und Versionen geht. Und so haben wir auch intern gearbeitet. Also ist jetzt auch nicht konventionell, dass man ein Food-Startup, ein Tech-Startup eigentlich betrachtet. So haben wir es einfach gemacht vom Mindset her. Und es geht halt dann auch nicht ganz so schnell. Man kann nicht einfach ein Download machen über Nacht, weil man redet immer von Vorräten, von Bestellungen, von Beständen, von Packungen, von Packmitteln. Also man muss halt ein bisschen geduldiger sein. Man kann es immer nur in Phasen machen. Und die Test, also wir hatten zum Glück von Anfang an und einer unserer, also unser Hauptproduzent, ist auch mit investiert bei uns. Das heißt, wir hatten Zugang zu einer super Profi-Infrastruktur, was Produktentwicklung eigentlich angeht, wo wirklich Leute die Panels machen können, die wissen, was man eigentlich abfragt, wenn man sowas macht. Es ist gar nicht so leicht, Geschmäcker zu bewerten. Und konnten de facto durch dieses Netzwerk eigentlich sehr professionell Versionen erstellen, Tests machen etc. Am Anfang muss man aber auch dazu sagen, war es dann doch vielleicht wieder ein Ticken romantischer, weil dann sehr wenige Leute auch bei uns im Büro, weil wir uns jetzt Riesentests auch nicht immer leisten konnten und auch schnell entscheiden mussten, auch de facto das aus dem Bauchgefühl auch gemacht haben. Nicht, dass das immer richtig war, weil Geschmäcker sind tatsächlich sehr, sehr verschieden, wie wir mittlerweile wissen oder ich es bezeugen kann. Und haben dann tatsächlich oft einfach aus unserem Gut-Feeling oder aus unserer eigenen Meinung heraus entschieden. Das heißt, nur wenige Leute haben eigentlich geglaubt und also haben es gemacht und die Sprünge waren aber meist recht obvious. Das heißt, da ging es noch um sehr basische Dinge wie ein Säure-Süße-Verhältnis, den Einsatz von einer Süßung hinten raus. Also gar nicht so sehr so schmeckt mir Himbeere oder schmeckt mir Granatapfel, sondern vielmehr so eine Basisrezeptur. Und da waren die Meinungen oft sehr, sehr ähnlich. Das heißt, es war leichter zu machen in einem kleinen Panel. Hinten raus oder so wie es heute ist, wenn wir jetzt darüber sprechen, wir machen jetzt einen neuen Sommerflavor. Also es gibt eine ganze Testmethodik jetzt dahinter, wie wir eigentlich zu dem richtigen Geschmack dann auch kommen. Das ist aber auf einem ganz anderen Plateau, würde ich sagen. Und wenn wir jetzt in Richtung, also du hast vorher schon angesprochen, ihr seid in Richtung Deutschland gegangen. Und generell, wenn man sich halt eure Zahlen auch anschaut, die ihr da da publiziert habt, seid ihr gewaltig gewachsen in den letzten Jahren. Also eine echte Success Story. Und habt auch eine ziemliche Community aufgebaut. Also ich sagte immer so, Community Building ist die Königsdisziplin. Und bei euch gibt es Leute, die Songs schreiben und eigene Flaschen, also designen. Also da gibt es eine sehr aktive, riesige Community. Wenn man auf YouTube schaut, gibt es total viele Produktreviews. Wie ist diese Community entstanden? Wart ihr da, habt ihr da auch eure Finger im Spiel gehabt? Habt ihr geschaut, dass ihr euch ein paar Lead-User rausnehmt und denen dann halt auch Special Access gibt oder in irgendeiner Form das auch incentiviert? Oder ist das wirklich komplett von alleine passiert? Also es ist tatsächlich unsere Community etwas, auf das wir am stolzesten sind, auch als Unternehmer und als auch alle im Team, weil wir einfach da so viel Rückmeldung bekommen, dass wir den Leuten tatsächlich einen spürbaren positiven Beitrag zu ihrem Leben eigentlich beitragen können. Das heißt, viele schreiben uns, können jetzt verzichten auf Cola, Eis, es geht ihnen besser, sie trinken mehr. All diese Dinge, das sind ganz berührende Geschichten. Und es ist eigentlich, also das kann man sich am Anfang gar nicht ausmalen, dass man mit dem Consumer-Produkt, sage ich mal, sowas auslöst bei Leuten. Das wär jetzt vermessen zu glauben, dass wir das uns damals so vorgestellt hätten, dass das tatsächlich so kommt. Wir hatten keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Wo wir auch mit Facebook begonnen haben, ist unsere Community so entstanden, dass wir hatten eine Community Managerin und dann noch eine Mitarbeiterin und die hatten eigentlich die Idee, wir hatten ein neues Produkt gelauncht, das hieß Clean, da ging es so ein bisschen so um diesen ganzen Trend rund um Detoxing und wir haben gesagt, lass uns eine Facebook-Gruppe gründen und die
Clean Challenge machen, wo die Leute 30 Tage lang auf verschiedene Dinge Acht legen und haben gesagt, ja, wenn es ein Erfolg ist, dann gehen da, wenn wir da 100 Leute in diese Challenge reinbekommen und die da irgendwie mitmachen, dann belohnen wir die und die tun wir dann entertainen. Und ich glaube, es sind dann in diese Challenge 700 Leute, 800 Leute einfach nur reingegangen und nach 25 Tagen haben wir schon gewusst, in 5 Tagen ist jetzt diese Challenge vorbei. Was machen wir mit dieser Gruppe? Und währenddessen haben die Mitglieder in dieser Gruppe haben schon gesagt, Leute, was passiert mit dieser Gruppe, wenn die Challenge vorbei ist? Können wir das irgendwie weiterleben lassen? Und dann haben wir die Gruppe umbenannt in den Waterdrop Club. Zu dem Zeit gab es noch kein Loyalitätsprogramm und alles, was es an Shopify-Plugins etc. gibt und Events und es gab es alles nicht, so wie wir es jetzt machen. Und dann haben wir die Gruppe umbenannt in den Waterdrop Club und plötzlich hatten wir einen Club. Und in dieser Community haben wir gemerkt, die Leute sind viel teilfreudiger, als sie es jetzt auf Instagram, auf einer Facebook-Mainpage etc. sind, weil da ist man dann irgendwie, ist es so, als würdest du auf der Straße stehen in der Öffentlichkeit, aber sobald du in einer Facebook-Gruppe bist, es ist ja zum gewissen Grad stimmt, ein geschlossenes Environment und man ist unter sich und plötzlich ist es losgegangen. Die Leute haben Do-it-yourself aus den Packungen gemacht. Wir haben Rezepte gepostet, die haben das nachgemacht. Wir haben Entertainment gemacht, wir haben Content gemacht und das Ding ist jetzt gewachsen. Ich glaube, wir haben jetzt quer über alle Kanäle weit über 100.000 Menschen jetzt nur in solchen Gruppen, die eigentlich die ganze Zeit miteinander agieren. Und wir haben dann unser Team eigentlich auch umbenannt in ein Community Love Team und wir haben jetzt für jeden Markt 1 bis 2 Community Love Manager, die de facto nur auf das schauen. Was machen die? Wie integrieren wir die in die Produktentwicklung? Was geben die für Feedback? Wie entertainen wir die? Wie heben wir die hervor? Also wie empowert man Super-User, wenn man so will? Also so nochmal die, die sich extra reinhauen, die vielleicht einen Song schreiben und wir telefonieren mit denen nach wie vor. Ich schreibe jetzt noch WhatsApp mit Top-Usern von damals, die dann auch nicht immer Gutes, aber auch ehrliches Feedback auch einfach geben. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Und wir haben das uns auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht einfach. Also wir haben das zur Kernkompetenz gemacht und haben uns da eigentlich, ich sag mal, sehr transparent gegenüber der Community aufgestellt. Das ist auch super mühsam, weil das ist wahrscheinlich ein Hack, den man jetzt, sage ich mal, verraten kann. Wir haben einfach Dinge gemacht, die nicht skalieren. Und man macht halt, wenn man ein Startup macht, denkt man eigentlich, wird dir jeder eintrichtern, macht nur Dinge, bitte, die skalieren können. Ansonsten vergisst das wieder, weil wo willst du hin damit? Und wir haben eigentlich über Jahre kontinuierlich Dinge gemacht, die nicht skalieren. So Kleinigkeiten, einzelne User überraschen, all diese Sachen, wo du sagst, das ist doch stupid, weil das kannst nicht potenzieren oder kannst auch kein Business Case draus machen oder sonst irgendwas. Aber die Summe aus dem hat tatsächlich auch unsere Community ergeben. Und das ist ja nicht etwas, was man hat und dann von selber weiterläuft, sondern das muss man auch kontinuierlich weiter pflegen und investieren. Und wir machen das auch ganz fest und das werden wir auch immer machen. Voll spannend, wie das entstanden ist und aufgebaut wurde. Vielleicht, wenn wir uns anschauen, ich war gestern im Billa und habe eben mir eine Packung von euch gekauft und du zahlst ja so 6 € für eine Packung, da sind dann 12 Stück drinnen. Wie geht denn der normale User oder euer Durchschnittsuser mit eurem Produkt um? Ist das, kauft er sich einmal die Woche eine Packung? Ist das meiste über den Online-Shop und die kaufen das dann gleich mal für ein halbes Jahr? Ich nehme an, das kann man ja auch ganz gut lagern. Wie ist denn die User-Journey von Waterdrop? Also erstmal danke, dass du beim Billa eingekauft hast. Das psychologische Pricing hat da wohl geholfen, es kostet 6,99 €. Aber du hast 6 € bekommen. Tatsächlich ist es so, dass wir sowohl mit den Kernprodukten auch eben im Handel verfügbar sind, aber auch ein großer Teil vom Geschäft, das D2C-Geschäft nach wie vor ist. Die User sind da zum Teil sehr unterschiedlich, aber in der Regel würdest du erwarten, dass jemand ein 12-Pack, wie wir es nennen, wo eben 12 Würfel drin sind, mit dem du, sage ich mal, zwischen 6 und 12 Liter Getränk machen kannst, je nachdem, wie intensiv du das trinkst. Manche wollen es ganz intensiv, manche wollen es nur ganz leicht. Ich sage mal, ein Durchschnittsuser wird dann einmal im Monat bestellen, in der Regel halt 2, 3 Sorten, die er gerne trinkt. Und die dann de facto entweder monatlich oder einmal im Quartal, je nachdem, was auch gerade für eine Aktion oder Kampagne oder Produktlaunch ist,
de facto schauen, dass er den Vorrat up to date hält und auch immer wieder mal neue Sorten ausprobiert. Das haben wir schon gemerkt, dass die Leute Abwechslung sehr, sehr gern haben. Es gibt die Kernsorten, die sind auch super beliebt und die bleiben auch. Aber dann man immer wieder mal was will, so weil jeder nicht jeden Tag die ganze Zeit das Gleiche trinken möchte. Das kann man theoretisch schön auch als Subscription abbilden. Das wäre immer so eine Frage, die wir oft bekommen, ob wir nicht eigentlich das ideale Subscription-Produkt sind. Wir haben es tatsächlich noch nie ausgerollt, aus vielen Gründen, weil wir noch sehr viele Produkte die ganze Zeit neu hinzufügen, aus technischen Gründen etc. Aber früher oder später wird es auch diese Option geben, so dass man sich das noch se more seamless eigentlich de facto nachbestellen kann. Aber, und wir konkurrieren ja nicht in der Wald- und Wiesenindustrie, sondern in wahrscheinlich einer der hochkompetitivsten Industrien der Welt und die schlafen alle nicht. Es geht bei Getränken eigentlich ganz, ganz viel um Availability. Und du musst auch die Distribution so weit haben, dass die Leute auch Impulskäufe machen. Der Grund, warum die großen Konzerne da auch so erfolgreich sind, ist, weil die halt auch einfach an jeder Ecke verfügbar sind. Und du kriegst das jeden Tag 17 Mal vorgeschlagen und irgendwann greifst du dann auch zu. Der größte Getränkekonzern der Welt mit seinem Kernprodukt, glaube ich, lebt für 50, 60% im Jahr von Einmalkäufern. Einfach nur, weil die halt irgendwann zugeschlagen haben. Und jetzt kämpfst du im D2C und die Frage bekommen wir oft, wer sind eure Konkurrenten? Nicht so sehr jetzt mit der nächsten Lösung, die vielleicht online hilft, ein Getränk zu machen oder irgendwas zu trinken, sondern eigentlich mit der Aufmerksamkeit der Leute. Das ist eigentlich die große Herausforderung, weil man hat nur so und so viel Attention Span. Und um einerseits die bestehenden Kunden natürlich immer wieder zu aktivieren, aber auch die Neukunden sowieso. Da wird's in der Regel gerade auch nicht einfacher. Jetzt muss ich noch eine Frage zum Produkt fragen, nämlich das Erste, was mir aufgefallen ist, dass jede Kapsel einzeln verpackt ist. Warum ist jede einzeln verpackt? Warum nicht einfach in einer Dose, wie normalerweise die Magnesiumtabletten etc. auch verpackt sind? Das ist eine super Frage. Also wir sind ja mit dem Produkt angetreten, um eine Alternative zu sein in der Getränkeindustrie, zu einem abgefüllten Soda, Big Soda, wie man sagt. So, das muss einfach gehen, die UX muss einfach sein, das muss transportabel sein und ich muss auch jede Unit irgendwie mittragen können. Das heißt, ich brauche ein Produkt, was von der Handhabung, sage ich mal, so ist, dass es super leicht geht. Sobald du jetzt in einem größeren Container bist, musst du A, das mitnehmen und B, hast du dann so ein, ich sag mal, ein Usability oder auch ein Hygienethema zu einem gewissen Grad. Das ist das eine, das heißt so, sage ich mal, die Convenience von einem Produkt. Wenn es nach uns gegangen wäre, hätten wir das Produkt natürlich in essbare Alge ummantelt, um das frisch zu halten. Das ist aber gar nicht so einfach beim Lebensmittel, weil wir auch ganz stark darauf geachtet haben, dass wir keine Konservierungsstoffe verwenden und dass wir mit natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakten arbeiten. Die Tabletten, die du jetzt beschrieben hast, da gibt es auch keine natürlichen Frucht- und Pflanzenextrakte drin, sondern das sind de facto Aromen und Salz und Zitronensäure. Das hält relativ gut, aber muss trotzdem auch mit Silikagel und so weiter verpackt werden in diesen Röhren und Magnesiumstärke drüber gestreut und so und das ist alles ein bisschen staubig. Das heißt, vom Produkt her war ganz wichtig, dass es nicht mit Feuchtigkeit oder halt eben Flüssigkeit in Berührung kommen kann. Deswegen muss das Ding einfach dicht sein. Das Material, was das dicht hält, wir haben das optimiert, ist wahrscheinlich die dünnste Schicht, die es gibt, die das dicht hält und auch ein Shelf-Life von 12 Monaten noch produzieren kann, ist recycelbares PP. Wir haben uns dafür entschieden, oder eigentlich ist es dafür gearbeitet, dass wir so wenig wie möglich davon verwenden. Und wenn du es jetzt vergleichst, und damit vergleichen wir uns auch oft mit konventionellen Getränken, nutzen 10 unserer Waterdrop-Hüllen so viel wie der Deckel einer PET-Flasche. Das heißt, rein der Deckel von einem fertigen Getränk hat so viel Kunststoff wie 10 von unseren Waterdrops gemeinsam. Die Röhre, die klassische, die du von den Brausetabletten kennst, die wirkt vielleicht im ersten Blick, dass es weniger ist. Aber die hat tatsächlich viermal so viel Kunststoff in Verwendung wie alle unsere Waterdrops gemeinsam in einer Packung. Das heißt, wir nutzen 25% von dem, was in einer Röhre ist. Aber wenn du als Konsument eine Röhre hast und du hast einen Gegenstand, würdest du vielleicht im ersten Augenblick meinen, das ist
weniger Kunststoff, wie wenn du 12 Dinge einzeln verpackt siehst. Ist halt nicht so, aber am Ende gewinnt immer der Konsument und die Wahrnehmung vom Konsumenten ist auch das Wichtigste. Das heißt, wir haben auch einen ganz wichtigen edukativen Auftrag für unser Produkt. Wir müssen auch darüber sprechen, was das heißt und man muss zum gewissen Grad einmal ums Eck denken. Weil das ist wie mit der Kaffeekapsel, du machst das auf und denkst so, oh Maria, ein Wahnsinn, was mache ich, das ist ja der nächste Blödsinn. und das ist dann auch nicht so einfach und da haben wir ganz, ganz viel dafür kämpfen müssen in der Kommunikation, ist auch nach wie vor heute so. Aber wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir da eine gute Lösung haben, müssen auch darüber sprechen und glauben auch, dass wir mit dem antreten können, um eine Alternative zu sein in der Getränkindustrie. Ja, wir nutzen 98% weniger Kunststoff und wir nutzen auch kein 98% weniger CO2, weil wir kein fertiges Getränk durch die Gegend transportieren müssen. Aber kann man die letzten 2% auch besser machen? Hundertprozentig. Und das werden wir auch sicher machen. Waterdrop hat ja nicht, habe ich ja am Anfang gesagt, wir denken wie eine Tech-Company. Es ist kein Geheimnis, dass wir auch hier natürlich so viel wie möglich forschen und überlegen, wie kann man es noch besser machen, noch nachhaltiger machen. Und wir sind die Ersten und haben auch ein Team, das an Materialien forscht, das an neuen Wegen forscht. Also da kommt noch ganz viel und wir sind ja auch erst 5 Jahre am Markt. Also da haben wir auch noch ein bisschen Luft. Bevor wir vielleicht auch noch kurz so ein bisschen über den Investment Case sprechen, haben wir in der Redaktion auch über die Marke ein bisschen gesprochen, was ja, wie du schon angesprochen hast, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil auch von eurer Story ist. Und da ist eigentlich in unserer Redaktionssitzung so ein bisschen rausgekommen, eigentlich ist die Marke, wird relativ weiblich eigentlich wahrgenommen. War das von Anfang an Absicht? Spiegelt sich das auch in euren Kundenzahlen wider oder war das irgendwie eine Fehleinschätzung von uns? Also es gibt keine Fehleinschätzung, es gibt nur Wahrnehmungen und so bilden sich ja auch Marken, von dem her ist das absolut valide, was ihr sagt in eurer Sample Size. Marke war von Tag 1 oder Tag 0 tatsächlich einer der wichtigsten Dinge, weil wir sehr früh erkannt haben und muss man auch sagen, da war der Martin auch sehr dahinter, gemeinsam mit dem Christoph, der aus der Designwelt kommt. Die haben nächtelang bis 3 in der Früh über Fonts diskutiert, wo wir noch nicht mal ein Produkt am Markt hatten. Ich so, Leute, was machen wir hier? Aber es hat sich ausgezahlt und deswegen auch von Anfang an der Name so gedacht, dass er global funktionieren kann, dass er einfach ist. Das ist vielleicht etwas, was Tech-Companies nicht machen tatsächlich, weil da geht es erst um ein MVP zu bauen und Brand kannst du nachher bauen etc. Und bei uns ist das Hand in Hand passiert und der Name Waterdrop ist damals entstanden und um das auch belegen zu können, wie ernst wir das gemeint haben, habe ich eine ganz lustige Anekdote. Das war ganz am Anfang, wir haben ein erstes Angel-Investment bekommen und das erste, was wir gemacht haben, ich dachte, der Martin ist ehrlicherweise verrückt, ist 20% davon genommen und haben waterdrop.com gekauft. Und es war viel Geld damals für eine Domain auszugeben, wenn man nicht mal im amerikanischen Markt ist, eine globale Firma etc. ist. Aber fest davon überzeugt, dass irgendeines Tages wir die brauchen. Wir sind tatsächlich letztes Jahr nach Amerika gegangen und wir hätten uns jetzt waterdrop.com wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Die hätten uns viel Geld abgenommen und wir hätten einfach nicht bekommen. Das heißt, es war von Anfang an eigentlich der Plan, dass das Riesenasset oder auch die Erkenntnis, dass im Consumer-Bereich irgendwann die Marke auch das entscheidende Element sein wird, weil es werden andere Leute kommen, ähnliche Dinge machen, ähnliche Solutions machen, etc., etc. So, jetzt haben wir das Produkt gelauncht und am Anfang, wenn man sich die frühen Produkte anschaut, hat das Ganze so ein bisschen einen Apple-esken Touch und es war auch alles sehr clean und sehr weiß und hat ein bisschen futuristisch ausgesehen. Das war eigentlich noch gar nicht so weiblich, wenn man das jetzt so denkt. Das kommt auch ein bisschen aus Christoph seiner Heritage, weil er eben erstens ganz großer, genialer Designer ist und da ist Apple oft nicht weit und auch aus dieser Richtung gekommen ist. Und wir sind dann, haben wir gemerkt, wir müssen more consumer-friendly, weniger elitär werden und dann ist dieses ganze Fruchtige entstanden und dieses Fruchtige hat sich dann auf den Packungen durchgezogen, das hat sich dann in den Accessoires durchgezogen, wir hatten dann die Idee, Glasflaschen auch zu verkaufen, warum auch nicht die nachhaltigen Container, wenn die Leute trinken, ist auch jetzt mittlerweile ein großes
ein großer Baustein vom Geschäft für uns. Und tatsächlich waren Frauen die ursprünglich auch am meisten gekauft haben. Wir haben den Facebook-Algorithmus, unseren guten alten Freund, freien Lauf lassen und er hat sich tatsächlich in dieser Zielgruppe auch am meisten ausgetobt. Und das ist dann self-fulfilling, weil dann baust du die Community und dann kommen da auch viele weibliche Kunden rein und die waren auch viel mehr, ich sag mal, freudiger als Männer darüber zu sprechen oder auch Flaschen mit Designs etc. Zu diskutieren und die zu nutzen. Da waren die Männer oft, die wir in der Community hatten, oft mehr so funktional getrieben im Sinne von, ich will eine Flasche, ich will drei Flaschen und ich will die beim Sport nutzen und ich will jetzt nicht unbedingt das 17. Design, sondern gibt es uns lieber einen Waterdrop mit Koffein. Und das haben wir dann auch gemacht und haben dann tatsächlich das Produktportfolio aus dieser ganzen fruchtigen Welt mit sehr viel weiblichen Kunden und auch noch heute gedreht und jetzt immer mehr. Und das ist das auch ein großes Ding, aus dem wir aus Markensicht jetzt arbeiten, das Ganze zu einer breiteren Unisex Appealing Brand zu machen. Dazu haben damals gefehlt, aber jetzt haben wir sie, die Produkte. Das heißt, wenn ihr jetzt reinschaut, werdet ihr sehr cleane Produkte finden, die neutral designt sind, in Schwarz, in Weiß, in Gold. Wir werden Tees finden, die auch sehr neutral sind. Die Designsprache verändert sich, der Content verändert sich. Und wir wollen tatsächlich oder gehen auch tatsächlich in die Breite und es hat sich in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich auch stark verändert. Nur die Heritage der Brand und so wie sie groß geworden ist, ist tatsächlich mit einer weiblichen Zielgruppe. Es war aber nie die Intention, ein Produkt zu entwickeln, was jetzt für Frauen optimiert ist. Ganz im Gegenteil, es war immer optimiert für jeden, der mehr trinken will und weniger Zuckerwasser trinken will. Und da haben wir noch ganz viel vor uns, ist auch das Spannende, weil die Märkte dadurch auch nochmals viel, viel größer werden. Man muss nur aufpassen, dass man halt für nicht in einen Bereich kommt, wo man für nichts und gar keinen mehr steht. Das heißt, in jedem Bereich, in jedes Segment musst du auch deinen Edge haben und damit die Leute sich auch wiederfinden können, ansonsten bist du nicht mehr greifbar. Du hast vorher schon erwähnt, ihr habt Investoren auch gehabt. Lebensmittel oder generell FMCG ist ja nicht der einfachste Markt auch für Investments, weil, wie du schon angesprochen hast, oft ist es wahrscheinlich eine Tech-Unternehmen dann von der Skalierbarkeit und von den Unit Economics oftmals attraktiver. Wie habt ihr es geschafft, Investoren zu finden? Aus welchen Bereichen sind die gekommen? Und was war so ein bisschen auch die größte Challenge dabei? Was war der größte Zweifel, den es gegeben hat? Wir haben einen sehr bunten Blumenstrauß eigentlich an großartigen Investoren, viele nämlich davon selbst Unternehmer oder aus Familien, Unternehmen oder eben auch jetzt von unseren Produzenten. Tatsächlich war einer der ersten war unser Produzent, mit dem wir dann das Produkt auch entwickelt haben. Die haben auch einen Fund gehabt, um einerseits die Unternehmen auch zu fördern, mit denen sie gemeinsam entwickeln. Das heißt, da war schon mal eine riesen Synergie drinnen und da ist auch schon das erste Netzwerk eigentlich entstanden, sage ich mal, in diese Branche, in diese Art von Investments. Wir hatten auch das Backing von Partnern aus der Beratung, wo wir waren. Also das kam auch dazu, dass das erste Angel-Investment so entstanden ist. Es war tatsächlich ein BCG-Partner. Der mit dem Martin, der über den mit dem Martin gearbeitet hat, beziehungsweise so zusammengekommen sind. Und das eine ist, wir haben wahrscheinlich die klassische Fundraising-Story, das eine hat oft zu dem anderen geführt. Also es hat sich wie so ein Netzwerk ein bisschen auch erweitert, auch Richtung Frankreich. Und wir haben zum ersten Mal so wirklich einen, sag ich mal, ganz professionellen Prozess gemacht, jetzt in der letzten Finanzierungsrunde, wo wir auch nochmals breiter geschaut haben und global geschaut haben und dann eben jetzt mit Temasek jemanden dazugeholt haben, der wirklich Power hat, global ist und aus Singapur de facto eine ganz andere Art von Investor ist, wie es jetzt der Family Office Unternehmer aus Deutschland ist. Aber was eine Prämisse war von Anfang an, dass wir nie die klassische VC-Route gegangen sind, dass wir von Tag 1 uns VCs reingeholt haben, die einen Fund haben, der wieder closen muss, etc., wo dann so ein Exit-Druck entsteht und den haben wir auch
Zum Glück in der Form nicht, weil wenn es nach uns geht, machen wir das jetzt noch viele, viele Jahre. Und die Option, sage ich mal, haben wir uns immer schön offen gehalten. Und das hat sich jetzt auch im Nachhinein für uns natürlich auch ausgezahlt. Und du hast vorhin gemeint, ihr baut das Unternehmen langfristig auf, auch dadurch, dass du mit deinem Bruder zusammenarbeitest. Jetzt gab es letztens eine ziemliche Diskussion in der Community, als Ankerkraut an Nestlé verkauft hat. Ist das ein Szenario von euch, also für euch, ein Exit an einen der globalen Konzerne, oder schließt du das von vornherein aus, weil die nicht mit euren Werten übereinstimmen oder ja, aus anderen Gründen? Also es gibt ja in der Startup-Welt eine gewisse Romantik und Exits, wie ihr sagt, sind immer, manchmal wird es gefeiert, manchmal ist es verpönt, es kommt immer darauf an. Ich glaube, es kommt darauf an, was man als Unternehmer erreichen will oder als Unternehmen erreichen möchte. Wenn man jetzt eine Industrie verändern möchte, so wie jetzt wir, um zu sagen, wir glauben, dass wir das nachhaltiger besser machen können, heißt es nicht, dass es immer also wenn du es machen willst, musst du selber irgendwann ein großer Konzern werden, der global tätig ist. Und dann bist du selber irgendwann ein großer Player. Und dann bist du eigentlich einer irgendwann von den Bösen, an die jetzt jemand jetzt zum Beispiel da verkauft hat. Das heißt, da gibt es eine, da ist schon ein, das ist schon ein bisschen paradox. Für uns ist es kein Szenario. Wir glauben daran, dass wir das auch selber schaffen können, dass wir selber groß werden können. Ich sehe es jetzt nicht verwerflich, sich mit einem großen zusammenzutun, wenn die Mission, wenn das Produkt etc. weitergetragen wird und man dadurch eigentlich noch einen viel größeren Impact hat auf die Gesellschaft als vorher. Jetzt ist es in dem Fall natürlich nicht immer, man muss sich auch schon aussuchen, mit wem man sich ins Bett legt, sage ich mal so. Und für uns ist es auf jeden Fall nicht relevant, auch nicht auf der Roadmap, sondern wir haben ganz viel Arbeit selber zu tun und werden da selber weiterarbeiten. Ich glaube aber nur und nur um das. Ich glaube, das entscheidet sich ganz früh eigentlich in einem Unternehmen. Es kann sich natürlich immer ändern, was eigentlich der Pathway sein soll von einem Unternehmen. Viele gründen ja, um dann zu verkaufen. Und ich weiß es nicht in diesem Fall, ob das so war. Bei uns ist es auf jeden Fall nicht so. Und für das haben wir jetzt auch sehr viel Herzblut und gehen auch super breit in alle Sachen rein und machen Dinge, die eben nicht skalieren, um das auch langfristig aufbauen zu können für uns. Also lange Rede, kurzer Sinn. Exits sind nichts Verwerfliches. Traurig ist es nur dann, wenn es gekauft wird von jemandem, um dann zu töten. Aber das, glaube ich, passiert in der Regel ganz selten, sondern in der Regel möchte man irgendwas erfolgreicher weiterführen. In Konzernen sitzen auch nur Menschen, man kennt die alle und Familie und Freunde arbeiten vielleicht meist oft dort. Ich habe es auch selber gesehen vor einer Beratungszeit. Aber aus der Startup-Welt muss man natürlich auch aufpassen. Man muss auch aufpassen, wie man seine Brand und seine Community gebaut hat, weil man kann wahrscheinlich auf einen Schlag seine ganze Mission und seinen ganzen Value-Koffer dann wieder einpacken, weil die eigenen Kunden dich dann auf einmal verlassen. Und dann musst du halt darüber diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht. Aber für uns kein Thema. Und wir machen mal weiter. Jawohl, und wir machen auch weiter, denn die Zeit läuft. Es ist Zeit für unsere Speedround, Lifehacks und Learnings. Ich starte mal rein. Henry, was ist, wenn du jetzt zurückschaust auf die letzten Jahre, was ist dein größtes Learning? Mein größtes Learning ist, ich glaube, dass man in kleinen Teams sehr lange sehr viel mehr schaffen kann und sehr viel schneller fahren kann, als man eigentlich glaubt. Man kann sehr, sehr lange, sehr lean, sehr viel eigentlich erreichen. Das habe ich vor allem in den letzten Jahren jetzt gemerkt, weil wir eigentlich oft mehr und mehr Leute werden. Wir aber eigentlich nicht proportional halt Geschwindigkeit aufnehmen. Sondern wir machen die Dinge einfach nur anders oder stabiler. Das ist auch wichtig. Aber also die Power und der Zauber von 5 Leuten, die 2, 3 Jahre was machen, ist unglaublich. Also jeder, also da, und ich würde da keine Angst haben vor Konzernen oder vor irgendjemandem, der riesen Budgets hat, etc. Man kann so viel machen. Also die Agilität ist einfach extrem viel wert und das
Oft wünscht man sich das dann wieder bei. Ich höre immer ab und zu Founder, die sagen, mit 100 Leuten wären wir gern wieder 10 Leute und so. Und da ist ein bisschen eine Wahrheit auch drinnen oft. Und wichtig ist nur, dass man den Spirit dann auch bewahrt, damit das dann auch de facto über die Organisation skalieren kann. Das ist sicherlich hätte ich mir nie gedacht, wie weit man in so einem kleinen Team kommen kann. Wir sind noch immer klein, aber das würde ich auch jedem nochmal so mitgeben. Mein zweites wäre wahrscheinlich noch, dass man auch sehr früh in dieser Welt, in dieser, sag ich mal, Gründungswelt sein Ego abgeben muss, weil man muss auch sich damit auseinandersetzen, dass das alles auch nicht funktionieren kann, und dass es das dann auch nicht toll ausschaut. Und wenn man da sehr, sehr viel über Reputation und Ego und sonst irgendwas nachdenkt, dann steht das einem extrem im Weg. Und das musst du irgendwo auspacken, woanders hinlegen und dann gehst du Klinken putzen und dann gehst du verkaufen und dann machst du das und wenn es nicht funktioniert, ist es auch okay. Aber viele schaffen das nicht und ich finde, das ist ganz ein wichtiges Element. Super Learnings. Hast du auch noch einen Lifehack für unsere User und Hörer? Also, ich glaube, so wahnsinnig wie es ist zu gründen, ist es auch wahnsinnig wichtig, eigentlich den Ausgleich irgendwo zu schaffen. Und wenn du dieses Ventil hast, und das ist bei manchen Familien, und es ist Sport, und es ist Reisen, ich weiß es nicht, wir haben gemerkt, also mein Lifehack ist, wenn dieser Ausgleich nicht da ist, wird es einfach irgendwann nicht mehr funktionieren. Und das habe ich das hat man schon mehr, man spürt man mal mehr, mal weniger. Das ist kein sonderlicher Lifehack, sondern das ist für mich eigentlich ein Reminder. Und für mich eigentlich ist der Schlüssel tatsächlich Sport, weil du musst performen im Tag, aber du musst das irgendwo auch wieder anders kompensieren. Das wär für mich das eine. Ich habe jetzt kein Lifehack, ich habe kein Zaubertool, ich habe keine App, die dir alles misst. Mein Lifehack Nummer eins ist aber, trinkt mehr Wasser, weil dadurch wird alles einfacher. Und das schließt den Kreis auch wahrscheinlich wieder schön zu Sehr gut. Hast du eine Buchempfehlung für uns? Waterdrop. Ich habe ein Buch, was mich geprägt hat, auch in der Arbeit, vor allem im jungen Team, ist Culture Code. Wo es darum geht, wie Teams und er spricht mit Navy Seals, mit Basketballteams aus ganz verschiedenen Bereichen eigentlich immer in High-Performance-Environments sensationell zusammenarbeiten und wie das aufgebaut ist und was man eigentlich daraus mitnehmen kann. Und am Ende des Tages geht es nur ums Team und um die Organisation. Und in einer Führungsrolle oder als Gründer etc. wird das eigentlich immer die zentrale Aufgabe dann auch sein. Und das hat mich eigentlich schon sehr geprägt. Ja. Kann ich Ihnen mitgeben? Daniel Coyle heißt er. Neben Waterdrop hast du ein Lieblingsprodukt? Ganz ehrlich, es ist traurig, also es ist nicht traurig, weil ich nutze gerade, aber es sind meine Apple AirPods. Ich finde, für mich ist das einer der besten Produkte, die es gibt. Das funktioniert so gut, das ist so seamless, das ist einfach genial. Also ich finde es, ich weiß es nicht, aber es ist es, das geschafft zu haben, das schaffen ein Handy, ein Schlüssel, eine Geldbörse und Apple hat es geschafft, diese Kopfhörer als Item zu machen, das jeder de facto in der Hosentasche hat. Das ist unglaublich. Und ja, es funktioniert einfach. Ich liebe es. Also kein Tag, wo ich meine Apple AirPods daheim vergessen habe, ist für mich schrecklich. Und hast du ein Lieblingsschimpfwort? Vielleicht kommt jetzt was Ich weiß nicht, ob ich Schottisches. das. Ich weiß nicht, ob ich es wiederholen kann hier. Nee, schon. Es ist eigentlich geschrieben lustiger. Er schreibt nämlich ganz komisch, nämlich Scheiße. Mit SHAJZE. Und um es ein bisschen freundlicher ab und zu zu sagen, wenn irgendwas schief geht. Ausgezeichnet. In diesem Sinne, uns fehlt noch die Königsdisziplin, Moonshots und Predictions. Henry, was ist dein Moonshot und was ist deine Prediction für die Zukunft?
würde mir wünschen, und ich kann es mir auch vorstellen, wenn die Dinge irgendwann mal anders laufen in der Welt, das ist ja auch im Moment auch gerade sehr visible, wenn man in die Ukraine schaut, dass es eine Welt gibt, in der Menschen de facto freely traveln können, eigentlich überall hin, ohne Restrictions und auch de facto dort was machen können, sei es arbeiten, sei es leben etc. Dazu muss so ganz viel passieren, nämlich du musst überall auf einen gewissen Entwicklungsstandard kommen, du musst überall, sag mal, Konflikte irgendwie in den Griff bekommen und du musst auch eine ganz andere globale Kultur und ein Verständnis voneinander schaffen. Aber ich würde es mir wünschen und ich kann mir vorstellen, dass, wenn wir die Dinge richtig machen, dass in 100 Jahren das vielleicht alles viel einfacher geht, global. Und nicht alles nur in Virtual Reality abläuft. Das ist zwar vielleicht ein Moonshot, aber für mich ist es eine Horrorvorstellung. Ist ein schöner Moonshot. Hast du auch eine Prediction, etwas, wo du dir ziemlich sicher bist, dass das eintreten wird? Ja, dass es alles in Virtual Reality ablaufen wird und jeder nur mehr daheim sitzt und niemand mehr aus dem Haus geht, außer vielleicht um Sport zu machen. Ich glaube, es ist zum gewissen Grad unvermeidbar. Nur also das wird kommen. Und ich hoffe nur, dass wir als Zivilisation die Balance schaffen zwischen diesen draußen Real Life und sag ich mal, Virtual Reality schaffen. Ja. Sehr gut, das ist eine gute Hoffnung. In diesem Sinne bringt uns das zu einem Ende. Erstmal, Henry, vielen Dank fürs Vorbeischauen, super spannende Insights. Und dann vielen Dank, Hanna, fürs Co-Hosten und vielen Dank natürlich an euch da draußen, an alle Hörerinnen und Hörer. Es war super spannend, euch wieder mal dabei zu haben. Und wir freuen uns, euch am Donnerstag wiederzuhören. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag oder Montag oder Dienstag. Und bis bald. Ciao. Ciao, vielen Dank.